Dann machen wir einen Sprung, und zwar in die Welt der Industrie-PCs und Panel-PCs. Bei ASIM gab es ja spannende Ereignisse im letzten Jahr. Es gab einen Generationswechsel in der Geschäftsleitung. Ich war kürzlich ja mit dir zusammen im Werk in Artegna in Italien. Das ist auch, wie man an deinem Hintergrund sieht, echt traumhaft gelegen an den Ausläufern der italienischen Alpen. Ja, ich habe mir damals einen schönen Überblick verschaffen können, was für eine große Variantenvielfalt ihr anbietet und auch beherrschen müsst und wie viele kundenspezifische Lösungen ihr auch umsetzt. Deswegen bin ich ein bisschen in Sorge, dass die Zeit heute für die neue Vorstellung gar nicht reichen kann, weil ihr so ein breites Programm wahrscheinlich mit auf die SPS genommen hättet. Aber ja, in dem Sinne würde ich gerne das Wort an dich übergeben. Was habt ihr denn für Nürnberg geplant gehabt? Ja, hallo Mathis, guten Morgen auch an die Kollegen, schön da zu sein. Guten Morgen. Hallo zusammen, hallo. Ja, wie soll ich sagen, wir hatten uns schon relativ frühzeitig entschieden, nicht auf die Messe zu gehen. Das war schon im September. Ja, war das für uns schon klar, beziehungsweise abzusehen, wie die Situation heute ist, der pandemischen Lage. Aber wir waren natürlich schon mitten in den Vorbereitungen drin. Aber es ist wirklich super an euch, was ihr hier für ein Programm auf die Beine gestellt habt. Macht total Spaß, dabei zu sein natürlich, aber auch den Beiträgen zu folgen. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, natürlich ist es schade, nicht auf der Messe zu sein. Dafür hatte ich noch nie so eine gute Stimme an einem Donnerstagmittag nach der SBS. Und es wäre für uns die Gelegenheit natürlich gewesen, das erste Mal nach der Firmenübernahme, nach der Akquisition durch Rockwell und auch dem Generationenwechsel ja, auf der Messe zu sein und die Neuheiten vorzustellen, auch teilweise gemeinsame Neuheiten, die wir gehabt hätten, weil es natürlich jetzt eine Überlappung auch im Portfolio gibt. Genau. Ja, was hätten wir gezeigt? ASIM kommt ja typischerweise oder klassisch aus der Hardware-Ecke. Wir entwickeln aber schon seit über 20 Jahren oder seit knapp 20 Jahren auch Applikationssoftware. Und das ist das, wo wir in unserem Portfolio und generell im Markt natürlich auch die Differenzierungsmöglichkeiten sehen von der Hardware. Hardware ist vergleichbar, aber in der Kombination mit Applikationssoftware, ob das jetzt für IoT ist, ob das für HMI ist oder auch für eine Soft-SPS zum Beispiel, wäre das ein Schwerpunkt von uns gewesen, so die nahtlose Integration mit unserer Hardware verbunden auch mit der Software. Wir hatten ja eben schon mal das Thema, inwieweit man sich hardware-seitig noch unterscheiden kann. Jetzt weiß ich aus dem Gespräch mit eurem Geschäftsführer, mit dem Greg Nicoloso, dass man bei ASEM sich doch auch einen großen Teil noch gerade gegenüber IPC-Anbietern aus Fernost mit der Hardware unterscheiden will und kann, ne? Ja, ist ganz wichtig für uns, dass das Businessmodell von ASEM war natürlich A, dass wir auf die Offenheit und auf die Standards setzen, die es denn im Markt gibt. Das tun andere aber auch. Ein großer Mehrwert von uns ist, du hast es ja in deinem Eingang schon erwähnt, ist natürlich auch die Flexibilität, die wir haben. Also wir haben ein sehr, sehr granulares Portfolio. Das heißt, wir können ja Schnittstellen dazu nehmen, weglassen. Wir können auch von dem Light Customized bis zu einem Full Customized Solution können wir anbieten. Wir fertigen ja auch alles inklusive Leiterplattenbestückung am Standort. Und es gibt uns natürlich wahnsinnige Möglichkeiten auch, ja, da einen Mehrwert zu bieten, weil, wie gesagt, sich in der Hardware, nur in der Hardware zu unterscheiden, ist sehr schwierig. Ja, aber mit den Themen, also es gibt ja zwei Softwareumgebungen, die ich von euch kenne, Ubiquiti und Unico, also die Themen Visualisierung und auch Remote-Zugriff. Da habt ihr ja in der Tat auch spannende Software, Add-ons. Wie stehen die? Welche Rolle haben die in Zukunft bei ASEM und auch im Verbund vielleicht mit der Mutter Rockwell? Gibt es dazu schon Entscheidungen oder eine Roadmap? Ja, also die spielen natürlich eine ganz entscheidende, Rolle für beide Unternehmen in der Zukunft. Wir hatten ja kürzlich im SBS-Magazin
Unser HNI 100 hatten wir ja promoted mit einer Anzeige, und das zeigt die Flexibilität, die wir haben. Das wäre auch ein Schwerpunkt gewesen von der Messe, dass wir eine neue HMI-Generation haben. Also immer von bis, geht an beim HMI 50, HMI 60, HMI 80, die Hardware oder die ARM basierend sind vom Prozessor, bis hin zum HMI 100, das eine x86-Plattform hat. Und es ist ja so, dass in allen unseren Hardwaren habe ich schon mal die Runtime von unserer Fernwartung Ubiquiti. Habe ich die schon mal vorinstalliert. Ich muss mich quasi in Anführungszeichen nur noch registrieren und kann dann eine volle Fernwartung durchführen. Und natürlich auch gerade auf den HMIs ist Unico als Visualisierungssoftware ja immer mit dabei. Es ist alles Linux-basierend vom System her. Und auch optional gibt es immer die Möglichkeit, auch in den HMI eine Karte zu stecken für Wireless Connectivity oder für Funkmodem, also 4G aktuell noch. Und kann dann quasi aus einem HMI, kann ich einen Router machen, ich kann eine Visualisierung machen, inklusive Fernzugriff. Wie sieht es denn aus? Sie haben das ja eingangs gesagt, da gibt es eine Überlappung im Portfolio mit Rockwell Automation. Und wie gehen Sie mit dieser Überlappung jetzt um? Und die zweite Frage vielleicht noch ganz kurz. Man ist als IPC-Hersteller natürlich auch schnell, irgendwie wird man nach Edge gefragt. Wie sieht die Edge-Lösung von ASIM dann aus, gerade in Bezug auf die Verbindung mit Rockwell Automation? Ja, sehr gute Frage. Um mal bei ASIM zu bleiben, ist also unsere Lösung, die wir als Software haben, befinden Sie auch künftig bei Rockwell in den Stratix. Routern auch. Also wir arbeiten da eng zusammen. Es gibt gemeinsame Entwicklungsprojekte, an denen wir arbeiten. Und natürlich auch das Thema Edge Computing, also unser Unico Framework, nur auf HMI zu fokussieren, ist falsch, wird dem nicht gerecht, sondern das ist ein Framework, mit dem ich visualisieren kann. Ist aber voll OBCUA basierend. Das hat man die Tage auch ganz oft, dass das eine sehr, sehr wichtige Schnittstelle ist. Und ich kann dieses Unico, ist komplett plattformunabhängig. Also das läuft natürlich wunderschön, wunderbar auf einer Rockwell, auf einer ASIM-Plattform. Die RAM läuft aber auch auf Marktbegleitern. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, direkt in der Cloud zu kommunizieren, über MQTT zum Beispiel. Wir haben aber auch kompakte Box-PCs, die wunderbar als Edge-Device auch funktionieren können. Das sind ja 10 auf 10 Zentimeter mit einem Atomprozessor drin, mit ja, SSD, mit RAM, alles ausreichend bestückt oder bestückbar, wo ich dann natürlich auch als Edge-Device verwenden kann. Ja, vielen Dank. Ja, super. Ein toller Überblick und Einblick. Udo, vielen Dank. Und ich bin gespannt, wie es da weiter auf der Reise in Richtung Edge und Cloud und eben schon mal angesprochen 4G, 5G, was da alles kommen wird. Und ich denke, ASIM wird das ja sicherlich auch ganz gut begleiten. Wird die Zukunft sein. Und wir haben es ja gestern gehört, dass Rockwell natürlich auch eine treibende Kraft ist im Bereich OBCUA. Und das sehen wir genauso, und ich glaube, dass wir gemeinsam sehr viel Power haben, um wirklich in den Markt gute Lösungen reinzubringen. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, also, Udo. Eine kurze Werbung hätte ich noch, weil ich habe es ja gesagt. wir haben uns eigentlich darauf vorbereitet, schon vor Monaten nicht auf der SBS zu sein. Wir werden nächste Woche so ein Digital Keynote Event haben am 3. Dezember. Das ist lange geplant. Einfach die LinkedIn-Kanäle checken. Da gehen jetzt Einladungen raus und wir machen da Werbung dafür. Und dann geht es, das, was ich heute jetzt so in einem kurzen Abriss gegeben habe, wird man dann nochmal im Detail finden, auch als Video dann verfügbar. Also einfach auf unserer LinkedIn-Seite gucken, und wir teilen und bewerben das dann ganz massiv dann ab. Ja, heute geht's los.
morgen und dann ab Montag dann nochmal Endspurt. Nächste Woche am 3. wird er stattfinden. Wunderbar, da kann man sicherlich auch eine Frage aus dem Publikum. Genau, da kann man auch Fragen stellen, habe ich gerade gehört. Und eine haben wir aber live jetzt direkt da. Und das wäre gewesen, welche Security-Konzepte sind für die Cloud Edge vorgesehen? Da müsste man wahrscheinlich eher einen Produktmanager zu Rate ziehen, was wir aber haben als Security. Also unsere Ubiquity-Fernwartung, das ist eine zertifizierte Fernwartung von dem Deutschen Institut. Und es ist zertifiziert nach IEC 62443 Cyber Security. Und das ist die Basis, die wir haben, um auch die Sicherheit zu gewährleisten. Das ist Standard bei uns schon seit vielen Jahren, wird auch jedes Jahr aufs Neue zertifiziert mit einem neuen aktuellen Zertifikat. Perfekt. Ja, herzlichen Dank dafür.